In diesem Video möchte ich euch erklären, was Überschussladen ist, wie ihr euer Elektroauto an der Wallbox optimal aufladen könnt und welche Ladestrategie dazu nötig ist. In einem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie ihr eine Wallbox selber bauen könnt. Da möchte ich heute die Ladestrategie erklären. Von der Sonne kommt mehr Leistung, als im Haus verbraucht wird. Das Haus speist die Leistung in das Netz ein. Das ist die Überschussleistung. Mit dieser Leistung könnt ihr euer Elektroauto laden. Wie funktioniert das jetzt im Detail? Die Leistungsbilanz ändert sich im Minuten- ja, oder gar im Sekundentakt. Entweder ziehen Wolken vor die Sonne oder es werden im Haus zusätzliche Verbraucher hier eingeschaltet, wie zum Beispiel diese Waschmaschine. Das führt dazu, dass das Haus vom Netz Leistung bezieht. Ihr könnt euer Auto, das heißt nur mit Netzstrom, laden und leider nicht den Überschuss der Sonne verwenden. Das Laden des Elektroautos an der Wallbox darf man nicht im Sekundentakt starten oder stoppen. Das ist nicht gut für die Elektronik des Autos. Was dann? Wie entscheidet man, ob es einen Überschuss gibt oder nicht? Bei einer Photovoltaikanlage mit Speicher ist das einfach zu entscheiden. Eine Überschusssituation ist, wenn der Speicher über den Tag immer voller wird. Hier in einem Beispiel. Morgens ist die Batterie leer. Die Sonne scheint. Die Batterie fängt an zu laden. Es ziehen Wolken auf. Die Batterie entlädt sich wieder ein Stück. Dann kommt wieder die Sonne raus, die Batterie lädt sich wieder und geht langsam Richtung voll. Es kommt wieder eine Wolke, die Batterie entlädt sich wieder. Es kann auch sein, dass ein zusätzlicher Verbraucher mit angeschaltet wird. Und so weiter und so fort, bis am Ende des Tages die Batterie voll ist. Gibt es insgesamt einen Aufwärtstrend, hat man eine Überschusssituation. Diese Ladekurve der Batterie können wir jetzt nutzen, um das Laden des Elektroautos zu steuern. Ich habe hier zwei Schwellen eingezogen, das sind 30% Ladung der Batterie und 40% Aufladung der Batterie. Nehmen wir an, die Aufladung der Batterie hat die ersten 30% erreicht. Wir starten das Laden des Elektroautos. Nach einiger Zeit ziehen Wolken auf. Die Batterieladung fällt wieder. Wir haben die untere Schwelle von 30% noch nicht erreicht. Das Laden geht weiter. Die Sonne scheint wieder. Dann zieht wieder eine Wolke auf. Die Ladekurve fällt wieder und fällt so lang, bis wir die untere Schwelle erreicht haben. Das Laden des Autos wird beendet. Die Sonne kommt wieder raus, die Ladekurve steigt wieder und erreicht wieder die Schwelle von 40%. Der Ladevorgang beginnt wieder und setzt sich so lange fort, bis entweder das Auto voll ist oder irgendwann die Sonne untergegangen ist. So, das Fazit zum Überschussladen an der Wallbox. Der Füllgrad der Hausbatterie ist ein sehr guter Triggerpunkt für Starten und Stoppen des Ladens an der Wallbox. Ihr könnt auf diese Weise eure Photovoltaikanlage mit dem Speicher optimal ausnutzen und euer Elektroauto mit dem Überschuss laden.